Die Immobilie ist weiterhin eine attraktive Anlageform und warum der Leverage-Effekt dabei eine wichtige Rolle dabei spielt. Und damit herzlich willkommen, freue mich wieder sehr darüber, dass Sie lauschen dabei sind, um ein bisschen Informationen zu bekommen. In diesem Beitrag wollen wir uns dem Thema nochmal widmen. Immobilien, Investitionen, sinnvoll, nicht sinnvoll und so weiter und so fort. Ich kam nicht drauf auf diesen Beitrag, weil ich jetzt unlängst in einem anderen Blog bei Facebook, ich bin in vielen Gruppen drin, Investitionsgruppen, auch in so einer Bitcoin-Gruppe drin. Und da haben wir das Thema gehabt, irgendwie mit Immobilie und was macht Sinn, wo zu investieren? Soll ich Kredit aufnehmen, um jetzt Kryptowährung zu kaufen? Oder macht es ja doch Sinn, in Immobilien zu investieren? Und da gab es so eine Antwort von so einem Halbwisser, der sagte, ja, ist vollkommener Quatsch, Immobilienmarkt ist tot und so weiter. Tja, dann habe ich zwei, drei Sätze zu geschrieben und das war wieder die Anleitung, Hinleitung für diesen Beitrag. Um nochmal klarzustellen, warum die Immobilie weiterhin einfach und in den reinen zinsertragstechnischen Betrachtungsweise immer noch das Nonplusultra ist. Warum ist das? Ganz einfach. Sie haben die Möglichkeit, und die ist wirklich in Deutschland einzigartig, dass Sie mit gezahlten Steuern, die Sie gezahlt haben, und Mieterträgen, also Mietzahlen Ihres Mieters, Immobilien in privates Eigentum umwandeln können. Das war mal vor Jahren noch extrem günstig, steuergünstig bezuschusst, als es noch die degressive AFA gab, mit 7% in den ersten 4 Jahren, glaube ich, war es gewesen. Also dann war dann jeder Altbau in den 2000ern rum, wo sie bis zu 50% direkt abschreiben konnten. Das gibt es ja alles nicht mehr. Aber dennoch ist und bleibt die Immobilie eine sehr, sehr attraktive Anlageform, wenn ich weiß, wie ich sie am sinnvollsten konzeptioniere, sprich die Finanzierung konzeptioniere. Und da kommen wir genau zum entsprechenden Thema. Weil Kauf und Finanzierungskonzeption ist nicht gleich das Gleiche. Ich möchte nur noch mal kurz, wirklich nur kurz aufzeigen, wie Sie eben unter bestimmten Voraussetzungen eben Ihre Eigenkapitalrentabilität unter Hinzunahme von Fremdkapital steigern können. Heißt, wie Sie mit Schulden, die Sie aufnehmen, eben eine höhere Rendite erzielen. Das geschieht mit einem Leverage-Effekt. Mache ich ein Beispiel. Immobilie, 100.000 Euro. Nur als Beispiel, damit Sie das Zahlenkonstrukt verstehen. 100.000 Euro. Die kaufen Sie ein und investieren 10.000 Euro für den Kauf der Immobilie. Ich meine, vollkommen egal, wie ich kaufe, Nebenkosten, Marke, spielt keine Rolle. 10.000 Euro. Nach 10 Jahren, weil dann ab da steuerfrei, verkaufen Sie die Immobilie wieder. Und haben einen Ertrag von 100.000 Euro. Nur als Beispiel. Der Betrag verdoppelt sich. Aus 100.000 haben Sie 200.000 gemacht. Jetzt kommt die Eigenkapitalrentabilität. Sie betrachten jetzt Ihren Kapitalansatz, 10.000 Euro. Und aus 10.000 Euro gebundenes Eigenkapital haben Sie 100.000 Euro Gewinn gemacht. Das heißt, wie viel Gewinn haben wir gemacht? 1000%. Ist ja nur rein erstmal ganz vereinfacht finanzmathematisch. Aus 10.000 Euro haben Sie 100.000 gemacht. Das wäre so, wenn Sie Ihre Bank gehen und sagen, pass mal auf, ich habe hier 10.000 Euro, möchte ich ganz gerne anlegen. Hätte ganz gerne in 10 Jahren 100.000 Euro Ertrag. Welche Anlageform kannst du mir denn empfehlen? Was passiert normalerweise? Der schüttelt den Kopf, sagt, pass mal auf, 3 Meter weiter, geschlossene Anstalt, Jacke anziehen, gibt es nicht. Außer Sie kaufen vielleicht Schweinebäuche, Heizöl, Bitcoins, was auch immer. Dann könnte es passieren, aber Sie könnten auch komplett Ihren Einsatz verlieren. Die 10 Millionen sind vielleicht sogar weg. Will ich sagen, es gibt keine Anlageform, aber wir sind deutlich risikobehafteter. Gleiche Beispiel unter einer anderen Prämisse der Konzeption der Finanzierung. 100.000 Euro Kaufpreis, statt 10.000 Euro setzen Sie 100.000 den gesamten Kaufpreis ein. Sie nehmen kein Bargeld, Sie nehmen kein Darlehen auf, keine Finanzierung, keine Schulden, gar nichts. Haben auch nach 10 Jahren 200.000 Euro Gewinn. Was haben Sie geschafft? Sie haben auch eine Verdopplung des Sachwerts. Aber die Eigenkapitalrentabilität ist eine andere. Die ist immer noch natürlich fantastisch gut. Aus 100.000 haben Sie 200.000 gemacht. Aus 10.000 haben Sie 100.000 gemacht. Also Sie haben aus 100.000 100.000 gemacht. Das heißt, das müssen Sie betrachten. Heißt übersetzt betrachtet, das ist genau das, was ich sehen muss. 10.000 Euro, 100.000 Euro. 100.000 Euro, Einsatz, Kapitalansatz, ebenfalls 100.000. Gleich,
Sie haben eine Verdopplung. Also, 1000%, 100%. Das müssen Sie sehen. Das müssen Sie betrachten. Und das ist die Eigenkapitalrendite. Gleiche Konzeption, nur ein anderer Ansatz. Heißt, Sie binden eben hier mehr Eigenkapital und haben deshalb eine schlechtere Eigenkapitalrendite. Bei dem anderen Beispiel binden Sie weniger Eigenkapital, haben den gleichen Ertrag und haben demzufolge eine höhere Eigenkapitalrendite. Das ganze Konstrukt passt aber nur, wenn die Gesamtkapitalrentabilität höher ist als Ihr Fremdkapitalmarktzins. Ist er niedriger, haben Sie einen negativen Leverage. Und das ist genau das, was ich weiterreichen möchte, weshalb es so wichtig ist. Kaufen ist grundsätzlich gut. Natürlich brauchen Sie eine Wertsteigerung. Aber der Vorteil bei Immobilien ist der, dass Sie, ich betone, dass Sie am Sachwert partizipieren. Sie kaufen mit 10.000 Euro einen Wert von 100.000. Und die prozentuale Wertsteigerung geschieht nicht bei den 10.000 Euro, sondern bei den 100.000 Euro, bei Ihrem Sachwert. Sie partizipieren an der Sachwertsteigerung und nicht an der Eigenkapitalsteigerung. Egal was, wo Sie investieren, wird die Rendite berechnet auf den reinen Eigenkapitaleinsatz. Sie kaufen Sparbuch, Ihre Anleihen, was auch immer, dann setzen Sie Ihre 10.000 Euro und die werden verzinst. Bei der Immobilie steigern Sie letztendlich den Wert über den Sachwert. Jetzt kommen die Finanzierung, wo Sie gar nichts einsetzen. Gibt es ja auch noch. Wo es Banken gibt, die den Kaufpreis sogar die Nebenkosten finanzieren. Sie setzen also 0 Euro. Sie binden 0 Euro Eigenkapital und partizipieren trotzdem an dem Sachwertertrag der Immobilie. Also, um es auf den Punkt zu bringen, gehen Sie mal zur Bank und sagen, ich habe nichts, aber ich hätte ganz gerne in 10 Jahren 30.000 Euro Ertrag. Was will die Bank sagen? Ich habe schon einen gerade weggeschickt. Gehen Sie mal bitte genau hinten ran, hinten nach. Also, das zum Thema nochmal, warum es so wichtig ist, es als Anlageform zu betrachten. Und zu guter Letzt kann ich auch eins sagen. Bei allen anderen Anlageformen, bei diesen risikobehafteten Anlageformen, also alles über 3-4% birgt ein Risiko. Je höher die Rendite, umso höher das Risiko. Warentermingeschäfte, Heizöl, Schweinebäusche, können Sie alles kaufen, keine Frage. Bitcoins, alles gut. Aber ihr seht ja, wie valide das Ganze ist. Rauf, runter. Es gab noch keine Immobilie, die ihren Wert um 100% verloren hat. Alle anderen Anlageformen kann das schon deutlich besser, einfacher und schneller passieren. Das nochmal als Hinweis dazu. Das war so ein Ritterschlag für die Immobilie an sich, sodass man sagt, ja, weiter eine gute Anlageform, plus dass sie steuerlich begünstigt wird, dass sie ihre Schuldzinsen abschreiben können und der Mieter entschuldet letztendlich auch ihre Wohnung. Das ist der Nebeneffekt, der dabei ist. Aber Sie partizipieren an der Sachwertrendite. Und das ist die Quintessenz aus dem Kauf einer Immobilie, weshalb die immer noch sehr attraktiv in der Anlageform ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hier Michel Ritzert.